Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Ich habe im Moment meine Kamera verliehen an den Daniel und den Fritz, die in London sind und da tolle Sachen für GameTube aufnehmen. Deswegen gibt es jetzt erstmal nur Handybilder zu sehen. Das ist aber gar nicht schlimm, denn was ich euch heute zeige, findet eh nur auf dem Handy statt. Gibt es von mir nicht viel zu sehen. Und zwar zeige ich euch auf vielenfachen Wunsch meinen Pokédex. Machen wir es mal. Wir machen es mal nach der Nummer sortiert. Das ist, glaube ich, was, wie man früher seine Briefmarkensammlung gezeigt hat. So, hey Baby, komm doch mal mit auf mein Zimmer, ich zeige dir meinen Pokédex. Ich glaube, das wird ganz, ganz groß. Egal, bevor ich hier weiter Quatsch rede, machen wir es doch einfach. Ich habe es jetzt, wie gesagt, nach Nummern sortiert. Gibt ja verschiedene Sortiermöglichkeiten, nach Wettkampfpunkten, nach der Stärke. Das mache ich vielleicht nachher noch mal ein bisschen was zu zeigen. A bis Z finde ich oft ganz praktisch. Dann kann man es nach Lebenspunkten sortieren. Nach Favorit ist ganz praktisch zum Entwickeln und nach der Nummer finde ich jetzt ganz gut, weil man die Entwicklung dann auch der Reihe nach hat. Fangen wir doch mal oben an. Ich habe 6 Bisasam. Also eigentlich habe ich insgesamt schon mehr gefangen. Wir können ja mal drauf gehen. Obwohl, vielleicht mache ich das auch direkt über den Pokédex. Wenn wir schon über Pokédex reden, wäre es ja auch fast sinnvoll, den Pokédex zu nutzen. Krass. Jawohl. Machen wir einfach beides zusammen. Ich wäre total verrücktes Video. Jetzt schon der Hammer. Also der Pokédex, man sieht, ich habe insgesamt 93 verschiedene gefangen und 95 gesehen. Das ist weniger, als manche so von euch haben. Ich habe von einigen von euch in den Kommentaren schon durchaus gelesen, dass sie mehr als 100 haben. Hier sieht man Bisasam, da fehlen beide Entwicklungen. Glumanda sieht man, fehlen beide Entwicklungen. Dann Shiggy, da habe ich dann immerhin schon mal die erste Entwicklung, das Shillock. Schon zweimal gesehen, erst einmal gefangen, wann habe ich das zweite Mal gesehen? Weiß ich gar nicht, vom Raupi habe ich schon die ganzen weiteren Entwicklungen hier. Smetbo und Safcon. Ich glaube, es ist wirklich interessant, wenn ich dann doch die Pokémon-Übersicht nehme. Aber wir können ja einmal kurz durchschauen. Nur so grob. Hier vom Rettern die Weiterentwicklung habe ich noch nicht. Vom Hornio die dritte habe ich auch noch nicht. Ich habe noch einige Entwicklungen nicht. Und das werde ich gleich nochmal im Detail durchgehen. Ansonsten fehlen natürlich eine ganze Menge andere. Hier sieht man schon mal, okay, das Vulcano habe ich schon einmal gesehen, aber es ist mir entwischt. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Gibt es dann noch andere, die einmal aufgetaucht sind, wo ich die Silhouette gesehen habe? In der Tat hier die Weiterentwicklung vom Seeking, vom Seeper, ist das Seemon. Das habe ich anscheinend auch schon mal gesehen und nicht gefangen. Und das war's. Ich habe schon auch einige Dragonier gefangen. Die habe ich nicht nur weiterentwickelt, bis jetzt habe ich noch gar keins weiterentwickelt. Aber ich finde es trotzdem cooler, wenn man das über die Pokémon-Übersicht macht. Und das ist ja auch jetzt nach Nummern sortiert von Dageta. Also, ich habe Bisasam 6-mal. Insgesamt habe ich es aber schon häufiger. Ich habe 77 Bonbons, weil ich habe es auch einmal aus dem Ei bekommen. Das sieht man auch hier. Bisa-Ei habe ich es genannt. Das ist das hier. Links das vierte. Und das hat wahrscheinlich höhere IV. Ich werde jetzt eh dann zu einigen was sagen und dann mache ich nochmal Einzelvideos zu einzelnen. Also, da steht dann natürlich dann irgendwann die ganzen Entwicklungen, Shillock und Turtok an. Aber ich sammle natürlich erstmal Bisasam, damit ich genug Bonbons habe. Und dann will ich natürlich eins davon mit gutem IV bestimmen. Das habe ich aber hier noch nicht gemacht. Das will ich auch nochmal machen. Glumanda habe ich hier 2. Das zweite könnte ich eigentlich schon fast verschicken. 422 ist vom Level nicht so hoch. Und ich mache das meistens so. Ich bestimme ja nicht sofort die IV oder mache auch nicht sofort die Trainerbewertung. Ich kann einmal mal reingucken, wie das bei dem Glumanda hier ist. Ein erstaunliches Exemplar, atemberaubend. Das heißt, es hat schon mal sehr gute IV. Aber das mache ich ja nicht sofort, wenn ich es fange, sondern man sieht es auch oben. Deswegen ist es auch ganz gut, dass ich jetzt mal ein bisschen über die Pokémon rede. Ich habe 299 von 300 Plätzen belegt. Ich habe mir eine Erweiterung schon mal gekauft, aber bin trotzdem jetzt schon am 300er Limit. Ich mache es meistens so, dass ich halt, wenn ich welche fange, mir irgendein Limit setze pro Pokémon. Bei Bisasam ist es zum Beispiel 500. Und wenn es unter 500 ist, verschicke ich das eh. Weil das lohnt sich nicht zu behalten. Selbst wenn es gute IV hat, brauche ich dann viel zu viel Sternstopp und viel zu viel Bonbons, um es auf ein gutes Level zu bekommen. Neben der Entwicklung noch. Also meistens mache ich das so. Wenn ich jetzt so von Glumanda so wenig habe, mache ich das nicht. Wenn ich jetzt irgendwie noch 5, 6, 7 Glumanda hätte, würde ich wahrscheinlich auch die Grenze bei 500 setzen. Beim Shiggy schaue ich mich gerade um, ist die Grenze wahrscheinlich auch eigentlich 500. Ich könnte die beiden verschicken, aber ich gucke mir die nochmal an. Das ist knapp genug, dass es geht. Und ein Shillock habe ich, das habe ich einfach behalten. Jetzt mal habe ich auch noch nicht geguckt, weil ich direkt gefangen habe. Fand ich ganz cool. Dann habe ich Raupis hier eine Menge. Von diesen
Pokémon, die so nur 12 und 24 Bonbons brauchen zum Entwickeln. Die nutze ich hauptsächlich, um zu leveln, zusammen mit dem Glücksei. Deswegen habe ich die auch schon als Favorit markiert. Wenn ihr wissen wollt, warum das sinnvoll ist, guckt in meine Entwicklungs- und Level-Videos. Und die habe ich jetzt hier schon durchgezählt. Und dann behalte ich davon immer genauso viele, wie ich brauche, um die Entwicklung zu machen. Und den Rest verschicke ich. In diesem Fall sind das halt 7 Stück. Das braucht 12 Bonbons zum Entwickeln. 7 mal 12 sind 84. Deswegen müsste ich jetzt noch ein bisschen sammeln, damit ich wieder ein weiteres Raupi hier behalte. Ich nenne die dann trotzdem Raupi-Ei, wenn ich die aus dem Ei habe, damit ich das weiß. Weil auch wenn es bei denen nicht so wichtig ist, weil man relativ viele fängt und sehr zuverlässig die fängt, das heißt, da kann man einfach immer die Schwächsten verschicken, ist es dann trotzdem irgendwann, will ich natürlich schon aus dem Raupi auch die coolen Weiterentwicklungen haben. Dass ich dann irgendwann ein cooles Safcon und ein cooles Smetbo bekomme. Mit guten IV-Werten. Deswegen Ei, also benenne ich die nach dem Ei und will irgendwann schon die IV-Werte bestimmen. Im Moment ist aber die Priorität dann doch beim Leveln. Obwohl jetzt langsam nicht mehr, weil ich in einem Bereich bin, wo das nicht mehr so sinnvoll ist, aber bisher war es so. Für die Horn-News gilt das gleiche wie für die Raupis. Da sieht man es. 200 Bonbons, das ist natürlich eine Menge. So, 200 an einen Bonbon. Das heißt, da habe ich fast 17 Entwicklungen. Wie haben wir denn wirklich jetzt hier? 3, 6, 9, 12, 15, 16. Ja, fast 17. Für 17 bräuchte ich 200 und 4 Bonbons. Dann habe ich hier schon die Weiterentwicklung vom Hornliu, Kokuna. Man sieht, das heißt noch Hornliu Ei, weil das halt eben eine Entwicklung war, die ich gemacht habe beim Leveln. Und da ich natürlich dann irgendwie auch coole Hornlius, Kokuna und so weiter haben möchte, habe ich das, die jetzt einfach gute Stats haben, behalten. Taubsi gilt wieder das gleiche. Da habe ich wie viele Bonbons? 300 fast. Okay. Und deswegen sieht man auch, dass ich hier ordentlich Taubsis habe. 9, 12, 15, 18, 21, 25 habe ich hier. So, 20 sind 240, sind 300. Bei 300 Bonbons kann ich eigentlich genau eine Entwicklung noch mehr machen. Das heißt, ich könnte mal einen Tauboga verschicken. Ich hätte das Tauboga behalten, hier mit 14, weil ich das so putzig fand, dass das so wenig WP hat. Fand ich irgendwie lustig. Wie sieht's denn bei denen? Ich verschicke mal eben einen Tauboga, dann kann ich nämlich das noch andere als Favorit markieren. Dann habe ich nämlich genau 300 Bonbons und 25 Entwicklungen. Gucken, wie die Bewertung für das Tauboga hier aussieht. Wird im Kampf insgesamt wahrscheinlich keine großen Fortschritte machen. Das heißt, die IV sind eh scheiße. So, das Tauboga wird gleich zum Wienerwald geschickt. Ab in die Wurst. Tschüss! Und das kann ich damit als Fabrik markieren. Hervorragend. Radfratz habe ich, müsste ich genau 100 Bonbons haben. Das heißt, alle vier werden demnächst entwickelt für Erfahrungspunkte. Die Radikas habe ich aus den gleichen Gründen wieder behalten, weil die halt hohe WP hatten. Und wenn da gute IV bei sind, das will ich noch überprüfen. Dann habe ich hier drei Rettern. Überspringe ich mal nicht die Habitats. Ich habe einen Habitat im Moment nur. Die finde ich nicht so häufig. Aber teilweise, wenn ich auch unterwegs bin und jetzt entweder nicht viele Bälle habe oder nicht viel Zeit oder wie auch immer, Habitat gehört langsam zu den Pokémon, die ich nicht so häufig aufsammle oder nicht oft versuche zu fangen, weil die sind irgendwie nicht so toll, die gibt es eh nicht so selten, aber sie brauchen 50 Bonbons zum Entwickeln, also sind auch zum Level nicht so toll. Das ändere ich jetzt nochmal irgendwie anders. Also das werde ich noch eh nochmal anders machen, die Prioritäten gehen jetzt vom Leveln eh weg. Ich bin jetzt mit der nächsten Entwicklungsphase Level 26, man braucht so viel zum Leveln, dass das nicht mehr meine Priorität ist. Meine Priorität liegt ganz klar auf den Sachen, die jetzt kommen, wie den Rettern zum Beispiel. Da habe ich drei Rettern, die habe ich noch nicht so häufig. Eins aus dem Ei, zwei so gefangen. Vielleicht auch schon mal mehr, das habe ich jetzt nicht im Kopf. Wahrscheinlich schon mehr. Aber unter einer gewissen Grenze, wieder unter 400, habe ich die verschickt. Und das sind die nächsten, die Videos, die ich machen werde. Ich werde dann von bestimmten Pokémon anschauen, welche habe ich bisher gefangen oder welche sind gut. Dann bestimme ich die IV und dann mache ich die Weiterentwicklung, um möglichst gute, in diesem Fall Arbox zu bekommen aus den Rettern. Pikachu, das habe ich schon mal bestimmt. Das hat 78 IV, was nicht so wahnsinnig viel ist, aber es ist mein einziges Pikachu, was ich noch habe.
Ich glaube, ich habe einmal eins gefangen und eins aus dem Ei bekommen. Das sind die einzigen zwei, die ich bekommen habe bisher. Da habe ich noch nicht viel Glück gehabt. Pikachu möchte ich schon auch ein gern starkes haben. Das habe ich einfach nur benannt, da weiß ich schon mal. Da werde ich noch eine Weile warten müssen. Ich habe hier zwei Sandan. Die sind beide aus einem Ei. Und beide vom Level jetzt gar nicht so schlecht. Man sieht an dem Punkt immer, wie weit die im Level sind. Vor allem das 439er ist nicht so schlecht. Da kommt also auch bald die Entwicklung, aber auch da habe ich die IV noch nicht bestimmt. Nidoran habe ich einige, habe sogar zwei aus dem Ei, also auch entsprechend viele Bonbons. Aus dem Bonbon bekommt man relativ viel Eier, aber auch sonst habe ich die häufiger gefangen. 150 Bonbons. Da ist der Nidoking incoming. Aber auch da, bevor ich das mache, und das ist auch alles, was jetzt demnächst stattfindet, habe ich mir alles aufgehoben für dieses Level. Damit ich halt auch vielleicht noch zwischendurch die Chance habe, höherlevelige zu fangen, habe ich das aufgeschoben. Aber jetzt ist dieser Bereich da. Werde ich demnächst die Entwicklung machen, aber vorher die IV bestimmen. Das gleiche gilt für das weibliche Nidoran, was dazu Nidoqueen wird. Ein Pipi haben wir hier. Und das, ich glaube, ich habe zwei Pipi bisher gefangen. Ja, kommt natürlich auch hin. Ein Pipi mal gefangen. Also zwei insgesamt gefangen, was jeweils drei. Nee, stimmt doch alles nicht. Kommt überhaupt nicht hin. Wenn man ein Pipi fängt, kriegt man ja, oder ein Pokémon allgemein fängt, kriegt man ja drei Bonbons. Und wenn man es dann verschickt, kriegt man nochmal ein, also vier. Wie habe ich denn hier fünf Bonbons dann? Das ergibt doch auch keinen Sinn. Hätte ich nur eins gefangen, hätte ich drei Bonbons. Oder kriegt man vier Bonbons? Und ich bin gerade völlig blöde. Nee, wenn man ein Pokémon fängt, kriegt man doch drei Bonbons. So, und wenn man es dann verschickt, kriegt man vier. Jetzt habe ich ja praktisch hier fünf Bonbons. Irgendwie weiß ich gerade nicht. Hirn kaputt gerade. Ich habe hier einen Vulpix. Das habe ich aus dem Ei, deswegen habe ich ja 14 Bonbons. Wir kriegen das schon noch irgendwie hin. Dann kann ich ganz kurz gucken bei einem, was ich vielleicht bis jetzt nur einmal gefangen habe. Ich gehe gleich wieder hoch. Ach, Rollo, das habe ich erst einmal gefangen. Das kann man schon aus dem Ei. 25 Bonbons ergibt auch keinen Sinn. Ich gehe gleich wieder hoch. Das gehen wir schon noch der Reihe nach durch. Dodo kam aus dem Ei. Slimer habe ich gefangen. Das kann man jetzt danach gucken. Genau, ist doch richtig. Man kriegt drei Bonbons. Hier, ich gehe gleich wieder hoch. Jetzt habe ich hier einen Slimer. Das habe ich ein einziges Mal gefangen und habe drei Bonbons bekommen. Wenn ich das verschicken würde, hätte ich vier Bonbons. Und wenn ich noch einen Slimer fange, habe ich ja dann sieben Bonbons. Ich weiß nicht, wie die fünf Bonbons vom Pipi herkommen. Dann muss ich das doch aus dem Ei haben. Ich dachte, das hätte ich gefangen. Das ist natürlich ganz gut, weil das Pipi dann entsprechend... Dann machen wir das doch mal. Das muss eigentlich gute Werte haben, wenn es aus dem Ei kommt. Oder die Chance ist sehr hoch. Lassen wir es mal kurz bewerten von Blanche. Ja, wirklich ein atemberaubendes Exemplar. Also, vielleicht kommt es dann doch aus dem Ei. Deswegen lag ich mit meinen Zahlen aber sonst wenigstens doch richtig. Also, Vulpix haben wir eben schon angeguckt. Sehr schön, auch wahrscheinlich Level 20. Ich weiß nicht mehr, auf welchem Level ich das genau gefangen habe. Maximallevel von Pokémon, die aus Eiern kommen, ist Level 20. Wenn man es natürlich vorher fängt, Maximallevel ist das einmal begrenzt durch das eigene Level. Also wenn ich es mit Level 18 fange, kann es halt nicht höher sein. Kann es nicht Level 20 sein. Aber wenn ich höher als 20 bin, kann es trotzdem nur maximal 20 sein. Bis auf ein paar Glitches und Bugs. Von daher, von der Stelle, wo der Punkt hier steht, sieht es aus, als wäre es Level 20. Als nächstes kommt dann hier Pummeluff. Das habe ich wohl gefangen. Aber das sieht vom Level eher so 23, 24 aus fast schon. Wenn ich mich da nicht vertue. Pummeluff habe ich dreimal, WP 584, 495, Pummeluff Ei, das wird 20 Level sein. Also man kann sich ungefähr merken, dieser Punkt da ist Level 20 wohl. Noch ein Pummeluff. Insgesamt vier Pummeluffs. Dann kommen die Zubats. Und auch da habe ich mehrere aus dem Ei, wie man sieht. Einmal das 360er, das 354er und das 352er. Die sind relativ nah beieinander. Werde ich demnächst mal weiterentwickeln. Hier habe ich ja schon das Golbat. Mit einem IV von 91, aber das Level ist nicht so hoch. Das wird wahrscheinlich so Level 16 sein oder so, wie der Punkt da ist. Geht so. Ich müsste halt mal gucken, was ich dann aus den anderen Supers rausbekomme, wenn ich entwickle. Wie viele Bonbons habe ich denn? 235, also ich kann auch locker schon mal vier Entwicklungen machen. 1, 2, 3, 4. Wahrscheinlich werde ich das Ei auf jeden Fall entwickeln und dann wird eins von den anderen wegfallen. Aber ich mache vorher einfach eine Analyse. Mit Blanche, und wenn die nicht eindeutig ist, mit dem IV-Rechner was, und sucht die vier besten Subats raus, mit denen ich das mache.
Dann habe ich hier drei Mirabla, zwei aus dem Ei. Die sind auch schon markiert für die Entwicklung. Gucken wir mal kurz rauf, dass ich die mit einem Glücksei entwickle. Aber auch die Weiterentwicklung, da freue ich mich schon drauf. Auch wenn ich die tatsächlich nicht so hübsch finde. Ich finde das Mirabla ganz witzig. Die Weiterentwicklungen sehen irgendwie so ein bisschen doof aus, finde ich. Aber es ist natürlich Geschmackssache. Paras. Auch da habe ich mehrere aus dem Ei, wie man sieht. Paras. Die sind so putzig. Und auch die Entwicklung, Weiterentwicklung Parasec ist cool. Habe ich jetzt hier nicht mehr drin. Das war ein relativ schwaches, was ich glaube einfach schon mal entwickelt habe. Mit dem Glücksei, das ist hier weg. Dann habe ich hier Blutzuck. Drei Stück, auch vom Level, so irgendwie 24, und das ist Level 20 aus dem Ei. Und hier habe ich schon die Weiterentwicklung, habe ich noch nicht umbenannt. Das ist immer ein bisschen blöd, wenn man es nicht richtig benennt. Wenn ich es weiterentwickle und es hat vorher halt einen eigenständigen Namen, wenn man das umbenannt hat, dann bleibt der Name erhalten und dann heißt das hier immer noch Blutzucker, wo es natürlich keines mehr ist. Dann habe ich zwei Dicta, hier habe ich, das heißt noch falsch, durch mein Peniswitze-Guide-Video. Muss man eigentlich mal umnehmen, das Dick da bleibt einfach so. Dann habe ich Mauzi. Da habe ich 6 Stück von, alle über 400. Wie viele Bonbons haben wir denn da? 126, also ich kann eigentlich nur 2 Entwicklungen fürs Nobilikat machen. Ist jetzt nicht super selten, aber auch nicht super häufig. Und von daher werde ich aus diesen 4, aus diesen 6 Mauzis die 2 besten bestimmen und die weiterentwickeln. Dann habe ich Entons. Eins aus dem Ei und eins aus Tirol, was ich bei meiner Freundin gefangen habe. Nee, ist ausgeschlüpft, aber trotzdem in Tirol ausgeschlüpft. Deswegen heißt es Enton aus Tirol. Hammer-Gag. Ich könnte mich jedes Mal wegschmeißen, wenn ich das lese. Einfach geil. Enton aus Tirol. Auch von diesen 5 werde ich das Beste bestimmen und daraus ein Enteron machen. Ich habe auch tatsächlich genug Bonbons, um 5 Entwicklungen zu machen. Cool. Welches Level hat das Enteron wohl so? Na, ist schon so... gar nicht so schlecht, das ist schon so 24. Das ist 20 aus dem Ei natürlich, aber auch da muss ich noch die IV bestimmen. Dann habe ich 2 Mankey, ich glaube beide Mankey sind aus einem Ei. Ne, ein Mankey ist aus dem Ei und eins habe ich mal so gefangen. Aber das habe ich nicht benannt, aber gerade bei den Pokémon, die ich so selten habe, ist es nicht so schlimm, wenn ich das nicht benenne, dass es aus dem Ei kommt. Weil da besteht eh keine Gefahr, dass ich das aus Versehen irgendwie verschicke. Das ist halt bei den anderen so, wenn ich... bei den Taubsies oder Raupies oder sonst was. Da mache ich es auf jeden Fall, weil sonst verschicke ich die so leicht. Da gucke ich halt nicht jedes einzelne nach. Wenn ich nur 2 Mankey habe, kontrolliere ich die eh ausführlich, bevor ich die verschicke oder so. Dann habe ich Quapsel. Da habe ich relativ viele Bonbons, aber ich verschicke auch viele, weil ich da viele mit wenigen oder mit geringem Level gefangen habe. Ja, obwohl Tofias ist gar nicht 83 Bonbons. Eine Entwicklung kostet 25 zum Quapuzzi. Aber ich habe auch schon einige Entwicklungen zum Quapuzzi gemacht. Bei Levelphasen. Und dann will ich natürlich noch ein Quappo. Das finde ich sehr cool mit dem Boxhandschuh. Irgendwie gefällt mir das total. Und deswegen habe ich auch die Quapuzzi behalten. Eigentlich mache ich es nach Levelphasen so, dass ich dann die Weiterentwicklung alle weg verschicke. Die Tauboga und die Safcons und sowas. Hier habe ich zumindest Quapuzzi über 700 WP behalten, weil ich halt ein cooles Quappo haben möchte. Und auch hier wieder die IV bestimmen möchte. Dann habe ich ein Abra aus dem Ei. Eins hatte ich vorher schon mal gefangen. Nee, ich glaube, das andere war auch aus dem Ei. Sonst hätte ich nicht so viele Bonbons, weil ich habe nicht so viele gefangen bisher. Ich glaube, dann ist es so, dass ich 2 Abras aus dem Ei habe. Und da werde ich mal die IV bestimmen. Und dann kann man ja mal gucken, wie es mit den Weiterentwicklungen aussieht. Aber so viele Bonbons habe ich eh nicht. Also ich könnte eine Weiterentwicklung machen. Aber ob ich denn mit dem Abra mache, bin ich jetzt nicht sicher. Gerade bei dem, das kommt natürlich aus dem Ei. Aber bei denen, die ich ganz, ganz selten fange, da will ich die Entwicklung als letztes machen. Dieser Abra sehe ich sonst so gut wie nie. Da werde ich einfach warten, dass ich vielleicht irgendwie 1, 2, 3 aus dem Ei fange. Und ich werde versuchen, gerade jetzt auf Level 25, 26, wo ich nicht mehr so schnell aufsteige, dann irgendwann vielleicht mal eins zu fangen auf Maximallevel. Also dass ich irgendwann eins auf 26 fange. Und dann vergleiche ich da dann ganz genau. Da lasse ich mir wirklich noch Zeit, wie auch bei einem Quapsel oder so, oder auch bei Sachen wie ein Enton. Mauzi, Rettan und so. Da werde ich dann jetzt die Entwicklung alle machen und einfach die besten bestimmen. Dann entwickle ich die weiter. Aber sowas wie ein Abra warte ich noch ein bisschen, weil ich diese selten finde und dann möchte ich nicht die Bonbons auf eins Anführungszeichen verschwenden und dann finde ich in Kürze ein besseres. Macholo ist in der gleichen Liga. Hätte ich jetzt einmal die Entwicklung, aber da hoffe ich einfach, dass ich noch entweder ein cooles aus dem Ei bekomme und die V dann besser sind oder dass ich ein anderes fange.
was dann auch vielleicht schon Level 25 ist und trotzdem sehr gute EV hat, obwohl es nicht aus dem Ei kommt. Dann habe ich hier Knofensa. Und da habe ich genug, fast genug für vier Entwicklungen. Da werde ich also auch von denen hier das beste Knofensa bestimmen. Hier habe ich schon die Weiterentwicklung seit 10 Jahren. Das heißt immer noch Knofensa 95, weil das Ursprungs-Pokémon ein Knofensa mit 95 IV war. Mal gucken, ob eins der anderen Knofensa mithalten kann und dann natürlich ein Ultrigaria am Ende rauskommen. Da freue ich mich auch schon drauf und habe auch schon mal gute Voraussetzungen mit diesem Satzenia 95. Da brauche ich für die Entwicklung für Ultrigaria wahrscheinlich 100, oder? 100 und ich habe nur 97. Könnte natürlich auch, oder was heißt natürlich, vielleicht wird es auch so sein, dass ich einfach die vier Knofensa überprüfe. Und wenn die alle schwächer sind als 95, dann verschicke ich die, habe dann genug Bonbons und mache dann die Entwicklung vom Satzenia hier zu Ultrigaria, weil dafür brauche ich ja 100 Bonbons, die ich sonst nicht zusammen habe. Deswegen lasse ich gerade viele von denen, die ich jetzt, Knofensa fange ich ab und zu, aber auch nicht wirklich häufig. Und deswegen warte ich dann einfach da mit denen darauf, dass ich das, ob sich was Lohnenswertes dabei ist. Und sonst, wie gesagt, wenn es halt nicht der Fall ist, dann gibt es halt die Weiterentwicklung für die zweite Stufe. Das scheint mir dann, ist mir dann auch recht wichtig. Dann habe ich zwei Tentacher. Ich habe drei Tentacher. Eins aus dem Ei und zwei so. Die werden ebenfalls dann überprüft. Und dann zum Tentoxa. Das habe ich mir einfach nur behalten, weil es halt schön aussieht. Hat auch ein Level irgendwie 21 oder so. Und dann gucke ich einfach mal, ja, sind die Tentacher, die da rauskommen, oder die Tentoxa, die aus den Tentacher kommen, besser als das Tentoxa. Und dann wird eins davon behalten. Kleinstein. Da habe ich ein paar aus dem Ei und ein paar so gefangen. Ich glaube, ich habe nicht alle benannt, die aus dem Ei kamen. Das Kleinstein. Das hat keinen Namen. Das heißt Kleinstein E. Das kommt aus dem Ei. Da würde ich dann einfach auch hier wieder IV vergleichen. Das Standard. Dann habe ich zwei Ponita aus dem Ei. Sehr cool. Dann drei Phlegmon. Guck mal den Ponita, wie viel Bonbons ich habe. 83. Also eine Entwicklung zu Galoppa. Gibt es dann Phlegmon? Auch da kann ich Entwicklungen zu Lamus machen. Und da freue ich mich dann auf Generation 2 schon, wenn dann auch die Weiterentwicklung von Lamus reinkommt. Deswegen werde ich ja eigentlich ein gutes und starkes Lamus in mir bauen und dann warten auf die Generation 2. Magnetilos habe ich hier drei Stück. Alle ungefähr gleich stark, das ist ein bisschen schwächer, hat aber eventuell höhere IV. Und dann habe ich schon einen Magneton. Aber da weiß ich auch nicht, wie die IV sind, das wird dann auch verglichen. Also Magnetilo entwickeln und Magneton vergleichen. Das Dodo habe ich aus dem Ei, mein einziges Dodo bisher. Habe ich mich auch sehr gefreut, als ich das bekommen habe. Aber da wird natürlich da jetzt lange nichts passieren zum Dotri. Man braucht 50 Bonbons. Ich habe erst 12 und ich habe noch nie irgendwo eins gesehen. Habe es nur aus dem Ei. Wird also noch dauern. Dann habe ich hier Jurob. Die fange ich ab und zu mal. Wasser-Pokémon sind in München nicht so selten, aber auch nicht das Jurob nicht so häufig. Da werde ich einfach noch eine Weile warten, dass ich vielleicht nochmal ein starkes fange. Ich werde demnächst mal die IV bestimmen und mir das angucken. Dann das Slime habe ich schon drüber gesprochen. Habe ich auch ein Video zu gemacht. Das habe ich dann gefangen. Und dann habe ich hier Mushas. Vier Stück, zwei aus einem Ei. Ich habe 128 Bonbons, kann also zwei Entwicklungen machen zu Austoss. Das Austoss hier, vom Level vielleicht so 18, 19, wie es da aussieht. Deswegen eigentlich nicht so stark. Ich habe es trotzdem behalten, weil ich aber nicht viele habe, kann da die EV bestimmen. Jetzt kommen wir zu weiteren Favoriten von mir, Nebulak. Deswegen habe ich da auch so viele behalten. Da kann ich eine Menge Entwicklung, oder könnte ich eine Menge Entwicklung machen zum Nebulak, werde ich aber nicht machen von Nebulak zu Alpollo, weil ich einen Gengar unbedingt möchte. Und von der Entwicklung von Alpollo zu Gengar brauche ich ja 100 Bonbons, also gehen dafür mindestens schon mal 100 weg. Vielleicht möchte ich aber auch zwei entwickeln, um gute Moves zu bekommen, deswegen brauche ich 200 Bonbons. Der Plan ist hier, dass ich wahrscheinlich ein oder höchstens zwei von den Nebulak identifiziere, die dann zu Alpollo weiterentwickle, dann die vier Alpollo miteinander vergleiche und dann eins davon, oder wenn ich nochmal mehr Bonbons habe, zwei zum Gengar weiterentwickle mit gutem IV und gutem Moveset. Ich habe einen Nebulak hier behalten mit 10 WP, das mache ich mit manchen, weil ich da eine bestimmte Arena-Strategie verfolge, kann ich euch an anderer Stelle mal mehr erzählen. Deswegen habe ich manchmal Pokémon mit wenig WP. Dann habe ich zwei Onix. Ich habe insgesamt schon mehr gefangen. Es gibt ja hier so ein Onix-Nest in München, was ich auch schon mal vorgestellt habe in einem Video. Da gibt es keine Weiterentwicklung, sondern erst später, in der Generation 1 aber nicht. Die sind aber vom Level auch gar nicht so hoch. Jetzt gehen wir mit einem dicken Kopf. Das ist jetzt hier vielleicht Level 15 oder so. Das heißt, ich will natürlich erst noch ein paar hohe Level gefangen,
Und dann behalte ich eins davon, was ein gutes IV hat und ein gutes Moveset. Und dann gibt es vielleicht auch ein paar Power-Ups, wenn ich genug Bonbons habe. Dann habe ich ohne Ende Traumato. Die fängt man in München wirklich ohne Ende. Du kannst keine 3 Meter gehen, ohne über Traumato zu stolpern. Da verschicke ich einfach alle unter 600. Bis auf den 13er wieder für Arena-Strategien. Und entwickle dann ab und zu halt vor allem meistens in Verbindung dann mit... Ich kann zwei Entwicklungen machen mit Glücksei weiter, um Punkte zu sammeln. Und werde mir dann aus den Hypnos, die ich habe, einfach gute raussuchen und den Rest verschicken. Krabbis habe ich einige hier. Wie viele Bonbons habe ich denn da? 156, kann also nur 3 machen. Ich werde mir aus den 7, die ich hier habe, dann einfach die 2 besten raussuchen. Die 3 besten. Habe auch 2 Krabbis aus dem Ei. Die sind dann natürlich wahrscheinlich relativ weit vorne, aber das werde ich einzeln bestimmen. Ein Kingler habe ich auch schon. Ein Voltoball. Habe ich, glaube ich, weiß nicht, ob ich alle gefangen habe oder aus dem Ei. Muss eins aus dem Ei kommen, weil so oft habe ich ja nicht gefangen, dass ich so viele Bonbons sonst hätte. Kommt wahrscheinlich eins aus dem Ei oder mindestens eins aus dem Ei und welche gefangen. Aber bis ich da weiterkomme, dauert es auch noch ein bisschen. Owei dauert leider auch noch ein bisschen. Ich bin erstmal froh, dass ich überhaupt ein Owei habe. Das kommt aus dem Ei. Oweio-Ei. Oweio-Ei. Deswegen auch die 14 Bonbons. Bisher mein einziges. Level 20. Da hätte ich natürlich irgendwann ganz gerne Kokowei. Das steht aber noch in weiter Ferne. 2 Tragosso. Tragosso kommt nicht aus dem Ei. Beide gefangen. Deswegen auch nur 6 Bonbons. 2x3 halt. Und 2 Tragosso habe ich noch. Sind aber so Level 20 beide. Werde ich behalten und hoffen, dass sie einfach noch stärkere fangen und dann irgendwann die Entwicklungen machen. Smogon finde ich so cool, gefällt mir so. Das ist auch eins der Pokémon, die ich wirklich gerne mag. Aber ich fange sie nicht oft. Und deswegen werde ich jetzt hier noch warten und hoffen, dass ich mehr fange, damit ich irgendwann die Entwicklung machen kann. Aber das ist total putzig. Rihorn habe ich ein paar Mal gefangen. Am Anfang habe ich mich total gefreut, weil ich es richtig cool fand. Finde die immer noch cool. Finde die immer noch cool, so ist nicht. Aber muss einfach mal einen hohen Level fangen, bevor ich dann eine Entwicklung irgendwann machen kann. Häufig sind die nicht. Dann habe ich 4 Sepe. Habe ich vorhin schon mal im Pokédex kurz angesprochen. Und da will ich natürlich irgendwann einen Simon draus machen. Ich kann 2 Entwicklungen machen. Aber das ist auch gar nicht so hochlevelig, das Sepe. Da will ich schon, na, wo ist so 20? Will ich welche haben, die aus dem Ei kommen. Und dann hoffe ich drauf, dass ich da mal ein gutes bekomme, entweder aus dem Ei oder ein gutes Fange und dann da die Entwicklung mache. Ähnlich wie beim Goldini. Da habe ich welches aus dem Ei. Hier habe ich schon mal IV bestimmt. Goldini 82 ist auch nicht so wahnsinnig viel. Bei 90 wäre schon wünschenswert. Habe genug für 5 Entwicklungen und kriege dann einen coolen Golking. Ein gutes Golking drauf, nicht raus. Dann das gleiche mit Sterndus. Wie viele Bonbons habe ich da? 172, also 3 Entwicklungen zu Starmie. Das heißt aber noch Sterndu 90, weil es halt vorher ein Sterndu war mit IV 90. Das ist also ein starkes Starmie auf einem Level 20 wahrscheinlich. Ja, nicht schlecht. Gucken wir mal weiter. Pantymos. Pantymos habe ich einmal... wahrscheinlich einmal aus dem Ei bekommen und einmal gefangen. Also irgendwie 7 kommen sonst wieder nicht hin. Ja, wo doch, das kommt doch hin. Genau, 2 gefangen und einmal verschickt. Dann komme ich auf 7 Bonbons. Ergibt total Sinn. Pantymos, 7 Bonbons. Auch Level so 21, 22. Finde ich gar nicht schlecht. Kann man auch nur Power-Ups machen. Rossana hat auch keine Weiterentwicklung. Kaum Handy. Gibt es nur Power-Ups. Deswegen da habe ich es dann nicht so eilig, weil ich eh kein neues Pokémon bekomme. Dann warte ich einfach und hoffe immer, dass ich stark fange. Ich will irgendwann mal IV bestimmen. Und wenn das jetzt sensationelle gute IV sind, dann kann ich ja mal Power-Ups machen. Aber ansonsten nicht. Edektex habe ich hier. Level 24 bestimmt oder so, wie das aussieht. Das scheint Level 20 vielleicht aus dem Ei zu sein. Ja, gibt es keine Weiterentwicklung. Ist auch leider nicht so stark. Deswegen mache ich jetzt noch keine Power-Ups. Ich hätte zwar genug Bonbons für Power-Ups, aber es kostet auch mal viel Sternenstaub und das brauche ich dann eventuell woanders. Magma, das einzige bisher aus einem Ei bekommen. Level 20. Auch bei solchen seltenen wieder warten, ob man nochmal bessere fängt. Dann Pinsir, es gibt ja das Pinsir-Nest, oder gab es Pinsir-Nest in München, die rotieren ja ein bisschen, da erzähle ich im anderen Video ein bisschen was drüber, über die Rotation von Nestern, wie das funktioniert. Aber ich habe auch einige starke gefangen, das sieht man hier, ist locker Level 24, aber die IV sind nicht ausgerechnet bisher. Und dann kommen ungefähr 10 Kilometer Carpadore. Und Carpadore werden natürlich zu Gyarados und das Krasse ist, dass man ja 400 Bonbons braucht für die Entwicklung von Carpador zu Gyarados. Das Krasse ist allerdings auch, dass ich schon fast 1100 Carpador-Bonbons habe.
Das heißt, ich will da demnächst, also das steht jetzt auch bald an, ich versuche halt so hohe levelige Karpador wie möglich zu fangen. Das ist auch so Level 24. Idealerweise fange ich irgendwann, was 26 schon ist. Und weil man die so häufig fängt und fangen muss, habe ich natürlich eine große Auswahl. Ich will dann sehr lange hier dann die IV vergleichen, dann die besten Karpador raussuchen und dann 2-3 Garados-Entwicklungen machen und hoffen, dass ich coole Moves bekomme und eh schon bei den Karpador da hochlevelige dabei habe. Also mit hohem IV-Level. Das wäre sehr, sehr cool. Ein paar aus einem Ei. Also sind die, da ist schon mal Möglichkeit. Dann habe ich auch wieder ein paar niedriglevelige. Das ist wieder für meine Arena-Strategie. Dann habe ich mein Lapras, was man, wie man auch sieht, was wie eine Arena ist. Eine Arena ist. Das habe ich aus dem Ei. Sehr, sehr cool. Level 20. Extrem stark. Und das ist jetzt ungelogen. In der gleichen Arena seit 9 Tagen. Das verdient mir schon so viele Münzen, das Lapras. Total cool. Seit 9 Tagen in der gleichen Arena ständig Sternstaub und Münzen durch das Lapras. Vielen Dank. Dann habe ich 4 Evoli. Da will ich auch nochmal die EP, die IV bestimmen und dann mache ich auf jeden Fall Entwicklung. Getrennt will ich ja noch Flamara und Blitzer. Naquana habe ich schon. Und dann habe ich hier ein Porygon. Das müsste aber das zweite sein, was ich gefangen habe. Nee, das ist das einzige bisher. 3 Bonbons, 1 Porygon bisher gefangen. Finde ich total putzig, das Porygon. Das mag ich sehr gerne. Geiler Move. Hat aber leider kein hohes Level. Ammonitas habe ich bis jetzt, glaube ich, 3 gefangen. Ja, kommt auch hin mit 11 Bonbons. Sind genau 3 gefangen und 2 verschickt. Das stärkste behalten. Bis ich da eine Entwicklung machen kann, dauert das noch. Also IV-Werte brauche ich auch nicht vergleichen, weil ich habe es nicht mal. Kabuto. Habe ich auch 2-mal bisher gefangen. Das schwächste verschickt. Kommen jetzt langsam zu kommen richtig, richtig starken dann hier. Aerodactyl. 2-mal aus einem Ei. Sehr, sehr cool. Sind beide Level... Oh, ist das auch Level 20? Der Punkt sieht ein bisschen weiter oben aus. Fast bilde ich mir das ein. Na. Ich glaube, das bilde ich mir ein. Die sind beide Level 20. Beide fast gleich stark. 1219 WP, 1192 WP. Da werde ich dann einfach mal die IV bestimmen und vielleicht verschicke ich eins mal, weil ich brauche ja nur das Stärkere. Aber sehr cool aus dem Ei bekommen und super cool auch aus dem Ei bekommen, das Relaxo. Hammer, das finde ich eh so geil. Relaxo, das ist wirklich auch eins meiner absoluten Lieblings-Pokémon. Ist einfach der Hammer, so ein cooles Pokémon. 16 Bonbons, die kamen aus dem Ei. Dann, wenn das gut, also das hat ja schon gute IV, das habe ich ja schon bestimmt, das hat 95,6%. IV, ups, ja, meckert schon das Telefon, 95,6% IV, was richtig gut ist. Das Erdbeben ist für Angreifer nicht so gut, aber für Verteidiger in der Arena ziemlich gut. Hammer-Set, also hammergeiles Pokémon, freue ich mich richtig. Und als letztes hier Tratini und Dragonir. Ich habe noch keine einzige Entwicklung selber gemacht, die 3 Dragonir, die ich da habe, sind gefangen. Dann habe ich hier 6 Tratini. Könnte 4 Entwicklungen machen, aber da geht es natürlich nicht um irgendwelche Entwicklungen und Erfahrungspunkte, sondern Tratini und Dragonir soll natürlich zu einem starken Dragoran werden. Da brauche ich für die Entwicklung von Dragonir zu Dragoran brauche ich 100 Bonbons, die habe ich, also kann ich durchaus demnächst machen. Das heißt, ich werde jetzt in Kürze die Tratini vom IV her bestimmen und die Dragonir und entweder habe ich schon ein gutes Dragonir, was ich dann zum Dragoran weiterentwickle, oder die 3 Dragonir sind nicht so gut, dann muss ich auf eins der Tratini zurückgreifen und das weiterentwickeln. Aber das sehe ich dann alles, wenn es dann soweit ist und ich die IV bestimmt habe. Ich werde natürlich einfach weiter spielen, ich werde viel in München unterwegs sein, ich werde euch natürlich nebenbei immer noch die Tipps und Tricks und Guides-Videos machen und viel drumherum auch und Nester in München untersuchen. Mein Ziel ist also als nächstes, jetzt mit meinem Level 26, was ich jetzt, ich glaube, das werde ich gleich im Anschluss machen, werde ich auf Level 26 leveln, weil ich so viele Entwicklungen habe mit dem Glücksei. Und dann werde ich in München jetzt mal viel unterwegs sein, einmal Nester überprüfen, seltene Pokémon fangen und versuchen von den verschiedenen Typen von den Pokémon, die ich habe, jetzt nochmal 1-2 hochlevelige Exemplare zu bekommen. Und dann werde ich diese hochleveligen Exemplare mit den bereits Gefangenen vergleichen und dann die ganzen Entwicklungen machen. Und da freue ich mich schon sehr drauf, weil das ist was ich bis jetzt noch gar nicht gemacht habe. Abgesehen von den Entwicklungen, die richtig viel Erfahrungspunkte bringen, wie eben Taubsi und Hornliu und so weiter, Raupi,
weil die so wenig Bonbons brauchen, habe ich von den anderen Sachen von Evoli und vom Rattan und vom Mushas und vom Nibulak bisher kaum Entwicklungen gemacht, weil ich halt gewartet habe, dass ich da hochlevelig bin und gute Pokémon fange. Aber jetzt ist dieser Zeitpunkt gekommen. Das heißt, ich werde die demnächst alle entwickeln, zeige euch das dann auch, gucke dann auch, wie stark sind meine Pokémon und hoffentlich richtig gut dabei, vielleicht auch ein paar 100%. Das wäre natürlich der Hammer. Und da freue ich mich drauf, dann fühlt sich auch mein Pokédex. Und dann können wir demnächst mal gucken, welche fehlen noch genau meinem Pokédex. Das wird halt in der Generation immer weniger. Und die werde ich dann ganz gezielt in der Nähe von München jagen. Da habe ich schon einige Sachen geplant. Oder mit dem Rauchtrick arbeiten. Tja, also das ist der aktuelle Stand in meinem Pokédex. Ich werde in anderen Videos auch nochmal ein bisschen auf mein Level eingehen und meine Medaillen und ein paar andere Sachen. Aber das Video ist eh schon relativ lang geworden. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr noch Fragen zum Pokédex habt oder zu meinem Pokémon oder zu meinem Level oder allgemein, warum ich was wie gemacht habe, schreibt es in die Kommentare. Antworte ich euch ja gerne drauf. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Euch noch viel Erfolg in Pokémon Go und bis dann.